Herzlich willkommen zur Apostelgeschichte 3. Es heißt, Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel, wo sie beten wollten. Es war die 9. Stunde. Und bei der Zeitrechnung der Juden muss man wissen, das war die 9. Stunde. Es gab 3 Gebetszeiten am Tag. Es war die 3. Stunde. Das war 9 Uhr. Dann gab es um 12 Uhr eine Gebetszeit. Das war die 6. Stunde. Und die 9. Stunde, wovon hier die Rede ist, ist dann 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags. Sie gingen also hoch und da sahen sie einen Mann, der vor dem Tor lag. Das Tor hieß die Schöne von dem Tempel. Und diesen Mann, den brachten sie jeden Morgen hin, damit er Almosen bringt. Also der Mann, der wurde jeden Morgen dahin gebracht, vor den Tempel abgelegt und er sollte Almosen bringen. Ist die Frage, war es ein Jude, waren seine Angehörigen Juden oder so sollte er einfach nur Geld verdienen für die Familie? Ist schon krass eigentlich, ne, wie der Mann sich ja auch gefühlt haben muss. Jeden Tag wurde er hochgebracht, sollte sich hinlegen und sollte Almosen reinholen. Und dann kamen dann Petrus und Johannes an und da sagte Petrus, schau mich an. Und er guckte hoch und schaute sie an und Petrus sagte, wir haben nichts, aber was wir dir geben können, ist das, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, stehe auf und geh umher. Petrus packte ihn an seiner rechten Hand, nahm ihn hoch und zur gleichen Zeit wurden seine Füße fest und die Knöchel wurden fest und er konnte gehen und er war von Geburt an gelähmt. Und das war einfach so krass. Er war außer sich. Und die Leute sagten alle, ist das nicht der Gelähmte, der jeden Morgen dahin gebracht wurde zum Tempel, der den ganzen Tag da saß, um Almosen zu bringen? Ja, das ist er. Und dann sind sie in die Tempelhalle gegangen. Die hieß dann sogenannte Halle Salomon. Das war ein großer Raum im Tempel. Und da waren sie dann da. Und der Gelähmte, der ging nicht von Petrus und Johannes weg. Der war die ganze Zeit bei ihnen und hat Gott gepriesen und hat gesagt, boah, guckt, ich bin geheilt und keiner konnte es verstehen. Und es war ein riesen Tumult schon und dann ist Petrus hingegangen und hat gesagt, hey Leute, passt mal auf, denkt ihr etwa, das haben wir von uns aus getan? Nein, Gott hat das gemacht, Gott hat ihn geheilt. Wir sind nur sein Werkzeug, Gott hat ihn geheilt und alles, was passiert ist, ist ein Gottes Werk. Und ja, und dann fing Petrus an, voller Heiligen Geist, den Leuten dann eine Rede zu halten. Da komme ich jetzt gleich drauf. Aber die Situation, also Gott hat ein Wunder getan und er tut auch in deinem Leben noch zum Wunder, Zeichen und Wunder, auch wenn es vielleicht nicht so sichtbare sind, oder vielleicht sind die eher innerlich oder wie auch immer, vielleicht sind die nicht so sichtbar. Auf jeden Fall durch dieses Zeugnis durch die Heilung des Menschen kam halt die Situation auf, dass Petrus die Chance bekommen, das Evangelium zu bezeugen. Er hatte eigentlich die Möglichkeit, jetzt einfach zu den Menschen zu reden. Die waren offen, die Herzen waren jetzt vorbereitet. Sie haben gesehen, was Gott getan hat. Das waren übernatürliche Dinge, das waren Zeichen und Wunder. Und diese Dinge tut halt Gott, damit die Herzen aufgehen. Und er konnte reden. Petrus konnte dann reden zu den Menschen. Er hat ihnen alles gesagt, was passiert ist. Er hat gesagt, dass Jesus, den er an Pilatus ausgeliefert hat, gestorben ist und dass er aufgestanden ist und dass er lebt. Und er hat gesagt, dass er für uns gestorben ist und für die alle, die da waren. Und er hat so viele Geschichten dann erzählt, er hat das ganze Evangelium quasi erzählt. Und zum Schluss, nicht zum Schluss, und dann sagte er, tut Buße und bekehrt euch. Und das ist einfach so krass, aber es ist halt einfach entstanden ist alles durch den Mut von Petrus und Johannes, wo sie zum Mann gesagt haben, im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Er nahm die Hand von denen und hat einfach ihn hochgehoben, ja. Und zur gleichen Zeit hat Gott dann gewirkt. Also Gott hat den ersten Schritt belohnt. Er hat den Mut belohnt.
Er hat die Kraft des Heiligen Geistes, die auch in uns lebt, die hat er einfach genutzt. Aber entscheidend ist, dass der erste Schritt von uns auskommt. Der erste Schritt war eben, den Mann anzusprechen und zu sagen, steh auf. Und dann zu vertrauen, dass Gott es auch macht. Und Gott hat sich dazugestellt. Und so waren die Türen auf, sodass dass der Petrus dann das ganze Evangelium erklären könnte. Er sagte, tut Buße und so weiter. Und dann kam er noch mit einer Bibelstelle an, die das ganze Volk natürlich auch kannte. Aus dem 5. Mose 3,15. Da hat er gesagt, die Stelle kannten sie. Der Mose hat zu dem Volk gesagt, einen Propheten wie mich und auch dem Herrn, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf den sollt ihr hören. Also Mose hat gesagt, dass ein Prophet aufstehen wird aus dem eigenen Volk. Und er hatte auf Jesus hingedeutet. Und er hat ihnen eigentlich alles erklärt. Er hat das Evangelium erklärt. Er hat denen diese Bibelstelle ausgelegt. Die Stelle aus der Tora von der 5. Mose, die sie auch kannten. Und er hat ihnen alles dargelegt. Und er sprach weiter von den ganzen Propheten, alles, was über Jesus gesagt wurde. Also im Grunde geht es heute darum, dass wir mutig sein sollen, dass wir den ersten Schritt machen sollen, dass Gott sich dazustellt und einfach uns als unser Werkzeug benutzt. Er hat die Türen geöffnet und er hat mit Sicherheit viele Herzen bewogen und da sind bestimmt auch viele Menschen zum Glauben gekommen. Und der Mann, der wurde erstmal geheilt. Das war erstmal die erste Botschaft. Aber Gott nutzt diese Zeichen und Wunder, dieses Übernatürliche auch, um etwas damit zu sagen, um etwas zu wirken durch dich, ja. Und deshalb, wir sind einfach als Christen sind wir in dieser Welt, damit wir auch gute Dinge tun, damit wir uns gebrauchen lassen als Gottes Werkzeug. Und ja, und den Rest tut Gott. Und genau wie Petrus sagte, also alles, was wir getan haben, das ist nicht unser Werk. Das war alles der Heilige Geist, das war alles Gott, der gewirkt hat. Wir haben einfach nur den Mann angesprochen. Und du hast auch jeden Tag so viele Gelegenheiten, Menschen anzusprechen und Situationen. Und wo plötzlich dann irgendwas kommt, wo dann plötzlich Menschen kommen, kannst du für mich beten? Und dann ist jetzt der Punkt, sagst du, ja gerne, mache ich doch. Gott möchte bestimmt was machen, oder du sagst, na, ich weiß nicht, oder du sagst, ich traue mich nicht. Nimm einfach den Mut, geh einfach den ersten Schritt. Das ist so wie der erste Schritt, wie übers Meer laufen. Der erste Schritt ist entscheidend. Und dann kommt Jesus und kommt dir entgegen. Und er nimmt deine Hand. Und er führt dich und er leitet dich. Und deshalb aber wichtig ist der erste Schritt. Und diese Geschichte ist heute so krass und einfach so gut, weil es einfach, nicht einfach, weil es anfängt mit dem ersten Schritt. Und wo du dann die Möglichkeit bekommst, alles zu bezeugen, woran du glaubst und dass Gott dann so wirken kann, ja. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und denkt noch darüber nach, lest nochmal nach, Apostelgeschichte 3. Also, bis dann.